Viele Unternehmer, nicht nur kleine, sondern auch wirklich sehr große Unternehmen, sind aufgrund Corona, der Pandemie, natürlich sehr, sehr, sehr arg eingeschränkt, betroffen, keine Frage. Und natürlich bedeutet es auch für vielerorts aus. Das ist egal, ob ich jetzt hier von Spanien spreche oder von Deutschland oder von Österreich oder im Prinzip nahezu jedem anderen Land dieser Erde. Das Grundproblem besteht, es ist aktuell sehr einschneidend für Unternehmer. Doch ich beobachte, dass sich die wenigsten daran anpassen wollen und die wenigsten das tun, was getan werden müsste, also das, was nötig ist. Und die Frage in dieser heutigen Podcast-Folge dreht sich darum, warum ist das so? Ist das alles noch nicht schlimm genug? Expertise rocks. Mach dein eigenes Ding. Online. Fabian geht mit dir Schritt für Schritt in Richtung E-Commerce. Fabian ist Manager, Motivator und Marketing-Profi. Hier verrät er seine Tipps. Hier bist du richtig. Los geht's. Ja, es ist natürlich immer auf hohem Niveau wird gejammert. Ja, du guckst in die Medien sowieso jeden Tag neue Rekordzahlen. Und an dieser Stelle wollen wir gar nicht politisch abdriften, ob wir das Ganze für absolut real halten oder doch eher in die Richtung vermeintliche Verschwörungstheorie. Darum soll es an der Stelle hier gar nicht gehen. Fakt ist also, losgelöst, ob wir Leute kennen, die an Corona in Anführungszeichen erkrankt sind, infiziert sind oder gar im schlimmsten Falle gestorben sind. Ich persönlich sage, gestorbene Unternehmer im übertragenen Sinne, Unternehmen, die es nicht mehr gibt aufgrund dieser Folgen dieser Pandemie, davon gibt es eine Menge und davon kenne ich eine Menge. Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, das werden wir zumindest gemein haben, wenn wir durch die Innenstädte gehen, selbst wenn wir durchs digitale Google gehen, ja, durch die Shopping Malls, dann werden wir nicht weit blicken müssen, um zu erkennen, dass Unternehmer aufhören zu existieren. Und das betrifft nahezu jeden Wirtschaftszweig. Und das Spannende ist, es betrifft zum Teil eben auch uns im Bereich des E-Commerce. Das große Problem ist also nicht unbedingt in erster Linie dieses Virus und ob es uns einholen wird und wie wir darunter zu leiden haben. Sicherlich faktische Einschränkungen haben wir, weil sie eben verordnet werden, auch wenn wir uns möglicherweise körperlich sehr gut fühlen, keinerlei Symptome haben. So sind wir doch irgendwo ein Stück weit betroffen. Und sei es eben durch Einschränkungen wie durch einen Lockdown an Dingen, die wir persönlich nicht wirklich etwas ändern können, außer höchstens, wenn wir das wollten, dagegen zu demonstrieren. Aber auf Unternehmensebene beobachte ich eine krasse Kehrtwende. Hier könnten wir durchaus viel mehr tun, gerade im Bereich des Dropshipping, im Bereich des E-Commerce. Wir könnten also hier eine Menge tun, um an dieser aktuellen Situation was Positives zu bewegen, gerade weil wir wissen, dass viele, die durch Lockdowns ihre stationären Geschäfte schließen müssen oder auch mussten, dass wir natürlich diesen Leuten überlegen sind. Und auch wenn immer mal wieder Stimmen laut werden, dass das Internet und insbesondere natürlich auch der Versandhandel sehr schlimm ist und man das ja auch noch weiter regulieren müsse und einschränken müsse und sogar schon über internetfreie Tage nachdenkt und in meinen Augen das alles auch noch so in Anführungszeichen lächerlich klingt, so wird es an dieser Grunddigitalisierung wenig aufhalten. Grunddigitalisierung sehe ich allerdings nicht immer nur durchaus positiv. Man denke zum Beispiel an 5G. Ich habe bereits vor Monaten auf YouTube meine Grundbesorgnis dort kommuniziert, dass man eben einerseits Digitalisierung und auch E-Commerce betreiben möchte, aber auf der anderen Seite vielleicht trotzdem die Gesamtauswirkungen, das große Ganze nicht aus dem Auge verlieren soll. Der Grundüberzeugung bin ich schon, dass hier oftmals weltweit an vielen Stellen Kompromisse gemacht werden, nur um Dinge voranzutreiben, das steht außer Frage. Und das führt mich auch genau zum Kern dieser heutigen Folge. Losgelöst, was man von gewissen Maßnahmen halten mag, sei es ein Lockdown, sei es von Corona im Allgemeinen, durch die Berichterstattung, die daraus erfolgt, diese ganze Thematik, man kann davon seine eigene Meinung haben, die habe ich auch, die hast du auch, hat jeder, völlig klar. Der Punkt ist aber jetzt der, spätestens auf Unternehmerebene trifft es dich natürlich und hier sehe ich das nur aus spanischer Sicht. Wenn ich durch die
Sträßen gehe. Wenn ich durch die Straßen gehe, dann sehe ich zum Beispiel, dass viele Geschäfte natürlich geschlossen haben und das natürlich auch die, die noch offen haben. Und das ist sehr, sehr spannend, schon meine erste Erkenntnis, an deren Grundöffnungszeiten nichts geändert haben. Ich weiß, der Spanier hier liebt natürlich seine Siesta. Das ist eine sehr großzügige Mittagspause. Die sei ihm auch grundsätzlich gegönnt, denn er arbeitet auch dann sehr oft bis abends, bis in die Nacht. Nun müssen wir bedenken, insbesondere hier wie auf den Balearen, also in Mallorca beispielsweise und auf der Nachbarninsel, wir haben ja das Problem, in Anführungszeichen, dass wir grundsätzlich abhängig sind vom Tourismus, wenn wir nicht gerade Dropshipping betreiben. Aber die klassische balearische Insel ist natürlich sehr tourismusgeprägt und wahrscheinlich 90% aller Einkünfte kommen von da. Und was das für Folgen hat, wenn eben kein Flieger und kein Tourist kommt, das haben wir alle miterlebt. Und das bedeutet eben, dass die Innenstädte natürlich sehr, sehr leer sind, dass Geschäfte natürlich geschlossen haben und selbst dann, wenn sie öffnen dürften, ja, haben sie geschlossen, weil sie sagen, hey, es kommt eh keiner hier an Touristen und an wen soll ich denen jetzt meine ganzen Duftmatratzen, Schwimmtiere und sonstigen Accessoires, Kram verkaufen. So, da sehe ich also schon mal diese Grundabhängigkeit natürlich, dass wir sehr tourismusgeprägt sind und das bedeutet natürlich zum Zweiten, dass auch irgendwie gefühlt jeder das Gleiche verkauft. Also wenn du durch eine typische Touriststraße gehst, dann siehst du eigentlich, dass jedes zweite Geschäft die gleichen Dinge verkauft. Und man fragt sich dann schon auch schon, wenn wirklich auch Massenbetrieb herrscht, ja, wie die Jahre zuvor, wie die alle überleben können, wenn irgendwie gefühlt jeder das Gleiche verkauft. Ja, ich meine, das ist doch so, typische Strandpromenade, jeder verkauft das Gleiche. Du kriegst überall im Prinzip die gleichen Produkte und das doch zu einem relativ ähnlichen Preis. Und die Frage kann man sich ja durchaus stellen, wie können die alle überleben. Jetzt, in dieser aktuellen Situation, siehst du genau das. Die Geschäfte haben nahezu alle reihenweise zu, weil man ja gemerkt hat, die Artikel, die wir da zum Starten, die sind alle rein für Touristen, die sind nicht da, demzufolge kann ich mein Geschäft zulassen. Okay, so weit, so gut. Offenbart also schon das erste Problem. Ich würde mir tatsächlich die Grundfrage stellen, ob es eben mit diesem Art des Sortimentes getan ist oder ob es nicht jetzt eine kluge Entscheidung wäre, das Sortiment umzubauen, etwas zu differenzieren, auch natürlich für in Zukunft oder zumindest das Ganze zu digitalisieren. Ja, das klingt jetzt ein bisschen weit hergeholt, wenn man sich so einen typischen Tante-Emma-Laden vorstellt mit ein paar Luftmatratzen drin. Ich kann nur sagen, Leute, wir haben das in Deutschland schon öfters gemacht, zum Beispiel im Bereich des Fahrrads. Ja, Fahrradhandel. Sehr analoges Business, ganz normaler Offline-Laden, so ein bisschen vergleichbar mit diesem Tante-Emma-Laden, wurde grunddigitalisiert. Oder ich früher mit meinem Babyartikel habe am Ende eben auch meine Produkte, die ich in meinem stationären Geschäft hatte, natürlich auch online vertickt. Das heißt, dieses Thema Omnichannel ist natürlich jetzt was, wo man sagt, ja, das ist ein bisschen arg weit hergeholt, die armen Besitzer und Besitzerinnen, ja, ob die das hinkriegen. Ne? Das ist so ein bisschen diese Thematik. Aber man könnte das schon, wenn man sich aus der Komfortzone raus bewegen würde. Aber man tut es nicht, weil man ja jahrzehntelang damit gut gefahren ist. Man hatte Wachstum, man hatte Rekordbesucher, man hat überhaupt keine Veranlassung gesehen, sich auf irgendetwas vorzubereiten, Alternative oder eben auch neue Einnahmenmärkte zu erschließen. Es gab schlichtweg keinen Grund. Die Kunden sind gekommen und wenn eben 10 Geschäfte, 20 Geschäfte das Gleiche verkauft haben, es hat jeder verkauft. So schön das eben war, so ist diese Blase nun geplatzt. Aber wirklich dran verändern. Das möchte man Stand heute noch nicht. Dazu ist es noch zu früh. Das sehen wir auch an ganz banalen Dingen. Ich komme nochmal auf die Siesta zurück. Wir wollten letztens tatsächlich uns für ein Fahrrad beraten lassen. Das heißt, die Frage war nicht, ob wir uns eins ausleihen können, sondern ob wir uns grundsätzlich eins kaufen können. Und es gibt tatsächlich nicht so viele Fahrradgeschäfte hier auf der Insel. Es gibt beispielsweise eins in Palma und eins im Südwesten, aber so arg viele gibt es noch nicht. Jetzt war der springende Punkt der, wir sind hingegangen zu diesen drei Fahrradgeschäften, die es auf der Insel gibt, zu allen drei. Und erstaunlicherweise waren alle drei, genau, geschlossen. Der Punkt war jetzt also der, selbst wenn ich ein Tourist wäre, und die haben wir auf der Insel durchaus einige, ich konnte mir ein Fahrrad an der Stelle weder leihen, geschweige denn eines kaufen. Okay, jetzt haben wir uns die Frage gestellt, okay, warum macht man denn als Fahrradverleih generell Siesta, denn gerade wenn ich ja vermeintlich vom Tourismus lebe, und der ja ohnehin gerade wenig ist und jetzt sind aber schon ein paar Leute da und das Wetter ist phänomenal, dann könnte man doch durchaus den Laden eben geöffnet halten, um diesen Fahrradverleih am Leben zu halten. Wäre ja super naheliegend, war aber nicht so, war ein spannendes Learning. Und so ging es auch mit anderen Leuten weiter, die zum Beispiel Restaurants betreiben, andere Dinge betreiben. Wir haben uns mit sehr vielen Leuten unterhalten, einfach vom Privaten heraus, weil man eben gewisse Dinge natürlich auch einkaufen will, sich informiert, wo kriege ich die denn in der aktuellen Gesamtheit, wo eben nicht so normal ist, wo kriege ich denn das ganze Zeug her? Und die Grundtendenz, die wir da haben, ist eigentlich genau die, die Leute halten an ihrem Mantra fest. Nach dem Motto eben, es ging jetzt schon seit Jahrzehnten so und so, wir sind in dieser Methodik, daran ändern wir nichts. Der Laden bleibt beispielsweise von dann bis dann geschlossen.
dass die Leute ohnehin saisonal bedingt sind. Das heißt, die haben sowieso maximal 6 bis 8 Monate ihren Betrieb offen. Die anderen Monate, in der Regel 4 Monate, sind sowieso geschlossen, ohnehin, weil eben in diesen richtigen Wintermonaten, hier Ende des Jahres, November, Dezember, Januar, Februar etc., sind die meisten Geschäfte und Gastronomieangebote sowieso ohnehin geschlossen. Also die Frage ist jetzt, da man ja ohnehin diese Saison dramatisch verkürzt hat, teilweise freiwillig, teilweise politisch eben erzwungen, aber am Ende ist diese Saison natürlich sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Die Frage ist aber nur, warum tun sich die ansässigen Unternehmer so schwer darauf zu reagieren und zu sagen, okay, ich gehe jetzt von meiner bisherigen Siesta, nicht im Sinne von, ich mache gar keine, aber man könnte sie ja vielleicht etwas eingrenzen. Oder von dieser Denkweise zum Beispiel, ich habe Montag, Mittwoch und was weiß ich, Freitag geschlossen, ich gehe davon mal weg und lasse jetzt eben länger auf oder ich gestalte mein Sortiment um. Warum tun sich die Leute so schwer? Ich habe es noch nicht ganz so verstanden. Natürlich, die Grundkultur des Spaniens ist anders da wie in Deutschland, das ist klar. Das Spannende ist aber, wir haben es ja auf der Insel auch mit Auswanderern zu tun, das heißt, gründet sich mit Deutschen. So, jetzt müsste ja hier bei dem typisch Deutschen die Mentalität anders da sein und ich kann euch sagen, Leute, das ist sie nicht wirklich. Wenn du hier Leute triffst, zum Beispiel aus Deutschland, also wir reden jetzt dann quasi von eingewanderten Menschen, so wie wir uns selbst auch sehen, und da sehen wir natürlich ein ähnliches Verhalten. Die sind jetzt auch nicht unbedingt so krass am Start. Auch die machen teilweise Öffnungszeiten. Ja, es gibt hier zum Beispiel auf der Insel jemand, der verkauft Hamburger, und das ist jetzt nichts wirklich Bewegendes. Kriegt ihr natürlich in jedem McDonald's auch. Also ein ganz normal Hamburgerbote. Der Vorteil ist, bei McDonald's und Co., ihr wisst, es sind Öffnungszeiten. Ihr wisst genau, wann diese Bude offen hat. Wenn sie nicht gerade durch einen Lockdown eine Zwangsschließung hat, weißt du, wann du Burger kriegst. Von wann bis wann. Du kannst da hingehen, über vielleicht sogar MacDrive mit am Auto. Du kannst da reingehen, du hast auf jeden Fall eine korrekte Ahnung, wann du hingehen kannst und wann eben geschlossen ist. Und das ist nicht so, wie ihr wisst, nicht so arg lang. Ja? In der Regel sind die schon sehr lange geöffnet und nur sehr, sehr kurz geschlossen, meistens eben in der Nacht geschlossen, klar. So, das Thema ist jetzt hier, wenn du jetzt in eine, ich sag mal, private Burgerbude gehst, die eben jetzt keinen Franchise angehört wie McDonald's, dann sieht diese Notwendigkeit dieser klaren Öffnungszeiten überhaupt nicht so aus. Vielmehr sagt dann der deutsche Auswanderer sich, Mensch, ich gehe heute mal an den Strand, dann lasse ich meinen Laden zu. Da sagt er wirklich, genauso in Facebook, ja, es gibt keine Öffnungszeiten, die man irgendwie vorausplanen könnte. Überhaupt nicht, ja, heute ist schönes Wetter, blauer Himmel, damit kommuniziert kurz bei Facebook-Status. Ja, heute bleibt der Laden geschlossen. Oder noch genauer, ich zitiere, heute bleibt die Küche kalt. Super geil. Ja. Heute bleibt die Küche kalt. Wir haben Corona. Wir beschweren uns, dass wir sowieso Existenzminimum sind. Aber heute bleibt die Küche kalt. Wir gehen an den Strand. Das ist sehr geil. Und ja, weil es natürlich nicht genug ist, die Öffnungszeiten, die man generell auf der Webseite kommuniziert oder auch bei Google zum Beispiel findet in den Profilen, die sind natürlich nicht aktuell, da man ja spontan entscheidet. Und wenn du dich darüber beschwerst, dass du dich an diese öffentlichen Öffnungszeiten hältst, die da irgendwo stehen auf Webseiten und so, dann wirst du quasi noch indirekt dumm angemacht, wie man das denn für voll nehmen könnte. Man kann ja nicht erwarten, dass das alles digital gepflegt würde. Es wurde ja immerhin auf Facebook ein Statuspost gemacht. Da wurde ich natürlich dann relativ schnell in ein Mindset geprägt, wo ich dachte, das kenne ich so gar nicht. Ja, und das sind die deutschen Auswanderer. Das sind faule Säcke in vielen Fällen. Das muss man sagen. Leute, es sind teilweise richtig faule Leute. Und deswegen möchte ich euch auch ein Stück weit warnen hier als Hörer, wenn ihr vorhabt zur Auswanderung, zum Beispiel hier nach Spanien auf die Balearen, aber ich denke, das trifft so ziemlich auf jedes andere Land auch zu. Und auch wenn ihr Dropshipping macht, wenn ihr Laptop-Business machen könnt und jetzt nicht unbedingt eine Burgerbude machen wollt, am Ende müsst ihr auf jeden Fall dafür diszipliniert arbeiten, auch an 7 Tage der Woche. Und ihr solltet euch da nicht unbedingt in eine fantasievolle Welt hingeben und sagen, naja, heute mache ich einen Laden auf, morgen mache ich ihn zu und dann auf der anderen Seite natürlich noch erklären, wie schlimm diese Pandemie ist. Ja, nächstes Beispiel. Wir haben hier eine deutsche Auswanderin, eine super tolle, und die backt gerne. Ja, also backen eine Konditorei, nichts, also in dem Sinne nichts Weltbewegendes, aber eine gute Qualität. Wir sprechen von einer Konditorei, auch sie hat noch andere Artikel im Angebot. Du kriegst also dort auch ein Schnitzelbrötchen oder einen veganen Burger oder ein Avocado-Brot, whatever. Also eine Bäckerei mit etwas mehr an kleinem Mittagstisch. Okay, soweit, so gut. Die Konditorei schließt um 17 Uhr. Das ist grundsätzlich natürlich für eine Konditorei, kann man sagen, völlig ausreichend. Ist es natürlich auch. Jetzt haben wir aber hier auch wieder 2 Beobachtungen. Wenn du um 16.15 Uhr zu dieser Konditorei hingehst und etwas aus dieser Karte bestellst, dann bekommst du die Information, die Küche ist schon geschlossen. Das Restaurant, sozusagen, es ist ja ein Stück weit Restaurant, nicht nur Konditorei, weil es gibt eben noch mehr, hat laut Karte bis 17 Uhr geöffnet. Du kannst auch bis 17 Uhr da sitzen. Aber obwohl bis 17 Uhr geöffnet ist, kriegst du kurz nach 16 Uhr schon nichts mehr.
Es gibt nichts mehr, außer vielleicht ein bisschen Kaffee und wenn noch ein Stück Torte da ist, das. Aber alles andere geht nicht, die Küche hat geschlossen. Das verstehe ich. Ich verstehe es grundsätzlich nicht, weil ich verstehe es nicht einmal in einer solchen Pandemie. Wir beschweren uns, es kommen ohnehin keine Leute. Jetzt haben wir schon geöffnet und wir haben 17 Uhr geöffnet, wo ich mir die generelle Frage stelle, ob ich nicht vielleicht sogar länger geöffnet haben sollte, weil ich ja ohnehin etwas mehr anbiete, es hat so einen leichten Restaurant-Tick, könnte ich denn nicht ohnehin noch ein Abendessen dort anbieten und ohnehin damit die Wahrscheinlichkeit, dass Leute zu mir kommen, erhöhen? Aber das ist ein anderer Punkt. Aber wenn ich schon bis 17 Uhr offen habe, warum gibt es dann nicht bis 17 Uhr das, was auf der Karte steht? Warum muss ich dann um 16 Uhr oder um 15 Uhr teilweise schon meine Küche abbauen indirekt, wenn ich doch bis 17 Uhr geöffnet habe? Das verstehe ich nicht. Und ich glaube, es ist auch nicht richtig. Natürlich kann man sich diesen Luxus gönnen und sagen, naja, wir machen halt von dann bis dann unsere Küche zu. Das machen andere Restaurants auch. Aber ihr dürft nicht verstehen oder außer Acht lassen vielmehr, es ist ja gerade nichts normal. Ja? Unter normalen Umständen, wenn es uns gut geht, die Sonne aus dem Arsch scheint, natürlich können wir uns sagen, okay, wir machen hier Siesta, wir machen hier die Küche zu, wir machen hier sogar ganz spontan die Küche zu, wie beim Burgerladen. Wir machen auf, wir machen zu, wie es uns gerade beliebt. Das kannst du alles tun. Und es ist natürlich das Schöne als Selbstständiger, nicht nur als Job, hast du natürlich diese Möglichkeit. Aber hast du diese Möglichkeit in einer Pandemie, wo jeder um Überlebensängste ein Stück weit besorgt ist und dann auch noch schreit, dass es ihm ja so schlecht geht und dass er keine Kunden hat? Die Frage ist, kann ich es mir in dieser Zeit erlauben? Und das ist die Quintessenz, die ich hiermit aus Spanien mitnehme. Es ändert sich eigentlich nichts. Weder bei uns Auswandern, wir sind faule Säcke im großen Stile, oder eben auch bei unseren einheimischen Kollegen hier, die einfach ihren Modus operandi weiterfahren. Bei denen ist diese Grundproblematik noch nicht angekommen oder sie ist angekommen und man ist in so einem starren Modus, um gar nicht zu erkennen, was für Alternativen es gäbe, dass man eben jetzt handeln könnte. Und das Gleiche beobachte ich abschließend eben auch bei Dropshipper. Viele, die mit Dropshipping starten wollen, sind in einem Grundmodus drinne, wo du dir die Frage stellst, sind sie von dem, was sie tun, denn überhaupt nur ansatzweise überzeugt? Ich glaube, es in vielen Fällen nicht. Es stellt sich teilweise die Grundfrage, ob jemand 25 Euro in ein Buch investieren sollte, ob der Content denn das auch wert ist, ja, und ob die Bewertungen denn nicht auch vielleicht alle gefaked sind. Da muss ich mir schon die Frage stellen, ja, was soll man dazu sagen? Wenn dir 25 Euro in deine eigene Weiterbildung zu viel sind, dann lass es bleiben. Natürlich, dann lass es bleiben. Aber ich glaube, der Grundfehler ist dann nicht irgendwo in der externen zu suchen, sondern man sollte sich die Frage schon selbst suchen, was läuft denn bei dir im Kopf eigentlich verkehrt, wenn du nicht bereit bist, auf gewisse Situationen außerhalb deiner Komfortzone zu reagieren. Fortbildung zu betreiben, seine Öffnungszeiten zu erweitern, seine Speisekarte anzupassen, im übertragenen Sinne auf Dropshipping sein Sortiment anzupassen, an die Gegebenheiten, die Leute zahlen vielleicht jetzt angeblich, in Anführungszeichen, lieber per Kreditkarte. Ich sage deswegen angeblich, weil wir es im E-Commerce nicht messen konnten. Die Leute haben schon immer gerne per PayPal und Kreditkarten im Internet bezahlt, insbesondere bei uns amerikanischen Kunden. Das ist also jetzt keine Steigerung, deswegen angeblich, aber im Offline-Handel mag es so sein, dann betreiben wir aber nicht, deswegen kann ich da an der Stelle nicht drüber urteilen. Aber ich sage nur, wenn es sich solche Veränderungen ergeben, von denen jeder drüber spricht oder die man selber spürt, dann sollte man sich natürlich schon die Frage stellen, warum ändere ich an diesem Situation nichts? Warum ändere ich an diesem Sachverhalt nichts? Und diese Frage tut man sich eigentlich viel zu wenig stellen. Man verharrt also in seinem Operandi und man ändert daran nichts. Und ich finde das sehr schade. Also nutze doch vielleicht einfach mal diese aktuelle Krisensituation, ja, so wird sie ja dargestellt, und überlegt, was habt ihr jetzt an Chance? Ja? Es ist vielleicht jetzt die richtige Zeit zum Auswandern. Ich habe das in meiner letzten Podcast-Folge auch schon zum Thema gemacht. Ich habe euch gesagt, Leute, natürlich, ich würde jetzt auswandern. Ja, man muss jetzt möglicherweise alles auf eine Karte setzen und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Risiko, ja. Aber wann ist das Leben kein Risiko? Gerade als Unternehmer. Du bist selbst und du bist ständig und das ist jetzt in einer Corona-Zeit nicht anders da wie in einer Finanzwirtschaftskrise oder irgendetwas. Wir haben immer Höhen und Tiefen, ja. Wir haben das privat, wir haben das geschäftlich, wir haben das klimatechnisch, wir haben diese Höhen und Tiefen ständig. Aber wir dürfen doch deswegen uns nicht in ein komplettes Offlining, in ein komplettes Outside bewegen oder eben den Fehler machen, in Anführungszeichen, an Dinge daran festhalten, die eben vor Jahren so waren und wir eben bis heute daran 0,0 ändern. Es sind besondere Zeiten, heißt es aus den Medien, und das mag auch auf jeden Fall so sein. Sie sind auf jeden Fall besonders. Wie ihr die Besonderheit jetzt deutet und was ihr daraus für euer eigenes Business, für eure eigene Zukunft mitnehmt, das sei natürlich jedem selbst überlassen. Ich kann euch aber sagen, sie sind besonders und sie sind aber auf jeden Fall auch spannend, da eben sich die Spreu vom Weizen trennt. Es passiert tatsächlich gerade, und das können wir gut finden oder auch nicht, es passiert gerade eine globale Marktbereinigung. Es tun sich
viele Dinge verändern. Ja, es ist einfach so, dass viele Dinge momentan auch Chancen hervorgeben. Ja, es verschwinden Unternehmen. Selbst die größten, milliardenschwere Unternehmen werden entweder staatlich gerettet. Auch darüber kann man streiten, ob das gut ist oder schlecht ist. Aber am Ende, sie werden die Märkte neu mischen. Ja, das ist egal, ob wir an Flugverkehr denken, an Tourismus denken, an die Kreuzfahrtindustrie denken oder eben an den Handel denken und dann ein Stück weit eben E-Commerce und Dropshipping. Die Karten werden in diesen Tagen neu gemischt. Man sagt ja immer, wer ist denn der Profiteur dieser Krise? Ich kann dir sagen, wir als Händler können uns auf jeden Fall zu den Krisengewinner zählen und als Dropshipper sind wir das. Jetzt liegt es an dir, ob du eben in deinem alten Mindset verstarrst und dich an diese negative Berichterstattung klammerst und sagst, na, wir können daran nichts ändern und alles ist Mist, oder ob du vielleicht auch die Zeit nimmst, so wie wir sie reflektiert haben, wenn wir uns schon in Anführungszeichen zu Hause einsperren lassen müssen, sozusagen, weil es Lockdowns gibt, dass wir diese Zeit dann eben nutzen, um zu sagen, okay, wenn wir schon jetzt ja, gewisse Dinge nicht machen können, wie an den Strand zu fahren, dann können wir doch an der Zeit wenigstens in unsere Fortbildung investieren, in unser Business investieren, um an der Stelle uns zu professionalisieren, daran zu wachsen, an dieser Gesamtsituation. Und das tun die wenigsten. Ja, die meisten tun eben den Kopf in den Sand stecken, das sehe ich hier am Strand, an der Playa sehr oft. Also, Spaß beiseite, meine Lieben. Ich glaube, so rosarot ist es natürlich nicht, ganz klar, aber sowas von pechschwarz ist es auch nicht. Es ist die graue Mitte und dann liegt es ein bisschen daran, welche Farbe du hinzufügst, ob du das Ganze dann eben ins Positive oder ins Negative tust oder ob das Glas eben bekanntermaßen halb voll oder halb leer ist. Ich persönlich sehe diese ganze Situation eben deswegen ein bisschen besorgniserregt, hauptsächlich, weil ich glaube, viele Leute tun ihre Zukunft abschreiben, tun das Potenzial, was in ihnen steckt, gar nicht zutage fördern, sind nicht bereit, in sich, in ihr Business, in ihr Vorhaben, in ihre Vision, sofern sie eine haben, zu investieren und lassen sich davon von diesem gesamten medialen Echo etwas einschüchtern und bewegen sich einfach weit unter den Möglichkeiten. Und das, finde ich, ist das Schlimmste. Ja, und das ist weitaus schlimmer wie alles andere, was ich so bisher gelesen und gehört habe. Also, nutz diese Chance, geh raus aus dem Hamsterrad, lebe deinen Traum jetzt erst recht. Es ist auf jeden Fall möglich, aber niemand hat gesagt, dass dieser Weg leicht wäre. Das also im nächsten Talk. Danke soweit erstmal, Fabian, das war viel Stoff, viel Fachwissen, auf wenige Minuten komprimiert. Und so geht's auch die nächsten Folgen weiter. Bis dahin, wir hören uns.